Kapitel 37 Wahn gegen Wahn Amagagas Showdown. Das Brüllen hallte immer noch in Kells Ohren, als er seine Augen panisch aufschlug. Er fand sich im Ligaturm wieder, auf einer der vielen Trainingsebenen. Verwirrt blickte er sich um und sah Mashadow. Du bist endlich wach, was soll es geschehen? Vorsichtig versuchte Kell zu sprechen, in der Furcht, dass der verzerrte Dämon selber sprechen würde. Jedoch schien seine Stimme normal. Das will ich selber wissen, was ist geschehen? Aurora, du und ich haben hier trainiert für unser Duell morgen. Irgendwann hat Aurora einen Kampf gegen dich gewonnen, dich aus dem Ring geschleudert und du bist einfach nicht mehr aufgewacht. Du hast uns riesige Sorgen gemacht. Aurora? Lebte sie aber? Amagaga? Was? Alles ein Traum gewesen? Aurora, wo ist sie? Mashadow antwortete schlicht. Sie ist vor 10 Minuten zum Gespräch mit Amagaga aufgebrochen. Du weißt schon, das für die Ligaleitung. Das Gespräch. Dieses Gespräch. War es alles nur ein Traum gewesen oder war es doch mehr? Was, wenn es eine Vision gewesen war, dieses Gespräch, zu dem Aurora nun aufgebrochen war? Wir müssen ihr folgen. Sofort. Offensichtlich verstand Mashadow kein Wort. Wie ihr folgen? Kell, so sehr ich selbst interessiert bin. Uns geht das nichts an. Mashadow, bitte glaube mir. Es ist schwierig, aber ich erkläre es dir später. Es geht um Leben und Tod. Zwar wirkte der Schatten unsicher. Doch, wie so oft lenkt er ein. Gut, aber wenn Amagaga sich beschwert, bin ich unschuldig. Er wird sich beschweren, und das ist auch gut so. Aurora erreichte beinahe im selben Moment das Cliff, an welchem ihr alter Freund bereits saß und die Sonne erblickte. Er bemerkte Aurora schnell. Ach, du bist wirklich gekommen. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf diese Worte hin spürte das quicklebendige Vulnona-Schuldgefühl in sich aufsteigen. Ich wäre auch nicht gekommen. Kell ging es gerade schlecht und ich weiß nicht, was genau es ist. Mashadow hat mich überredet, trotzdem hier zu erscheinen. Sachlich antwortete der Ligaleiter. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist. Aber nun zu unserem Thema. Aurora, setze dich. Keine Sekunde zögerte die Angesprochene. Es gab keinen Grund dazu. Seien wir beide ehrlich. Dieses Gespräch ist eigentlich eine reine Formsache. Ich kenne dich gut genug, Aurora, und du mich. Deswegen ist meine Entscheidung eigentlich auch schon lange gefallen. Interessiert blickte das Vulnona Amagaga an. Dieser lachte nur amüsiert. Sind wir ehrlich, die beiden anderen kenne ich nicht wirklich. Sie würden den Job bestimmt auch gut machen, aber ich wüsste halt nicht, wie ich mich mit den beiden verstehe, weißt du? Deswegen hatte ich von vornherein gehofft, dass du auftauchen würdest und die Stelle annehmen. Also war es tatsächlich so, wie Aurora es vermutet hatte. Ich meine, ich kann dir nicht versprechen, dass es klappen wird und auch nicht, dass ich in nächster Zeit viel für die Liga tun kann. Du musst verstehen, die Plot-Armor ist und bleibt die erste Priorität. Ihr Gegenüber blickte einfach in die Ferne. Natürlich, natürlich. Auf einmal wandte er sich ruckartig um. Da fällt mir etwas ein, Aurora. Vielleicht weißt du es nicht, aber ich bin doch relativ wissenschaftsaffin. Und ich habe etwas zusammengemischt. Ich glaube, es könnte eure Mission komplett verändern. Wirklich? Team Polana Vatras Leiterin wirkte überrascht. Ich hatte keine Angst, dass du irgendwas mit Chemie am Hut hast. Worum geht es denn? Vorsichtig holte Amagaga ein winziges Fläschchen aus seinem Beutel. Ich habe einige Zeit gearbeitet, um die effektivste Mischung zu finden. Guck genau hin. Wenn man die Mischung einfach so hier hat, dann geschieht nichts, da die Flasche luftdicht verschlossen ist. Wirft man sie allerdings auf den Boden, zerbricht sie und das Gemisch kommt mit Sauerstoff in Kontakt. Sieh es dir einmal an. Gerade als Aurora gebannt starrte, um zu sehen, was genau ihr Freund entwickelt hatte, wurde dieser weggestoßen.
Die Flasche fiel ihm aus der Hand, direkt von der Klippe an den Rand des Meeres auf den Strand hinab. Eine Explosion und ein lauter Knall folgten, als Sand beinahe bis zum Cliff hinaufgesprengt wurde. Völlig verwirrt blickte Aurora sich um, um ihre beiden Teampartner zu entdecken. Kell war es gewesen, der Amagaga gestoßen hatte. Und jener war wutentbrannt. Was tust du? Warum sabotierst du mich? Es ist vorbei. Dieses Mal wird Operation M fehlschlagen. Operation M? Selbst der Angesprochene selber wirkte verwirrt. Jedoch nicht von dieser Bezeichnung. Aurora verstand ohnehin nicht mehr, was in diesem Moment geschah. Doch der eigenartige Ausdruck in Amagagas Stimme fiel ihr sogar in diesem Zustand auf. Woher weißt du davon, du Ratte? Wer hat dir davon erzählt? Und was zur Hölle meinst du mit dieses Mal? Kell selber schien Schwierigkeiten zu haben, sich zu erklären. Vergiss es, es geht dich ohnehin nichts an. Punkt ist, das Spiel ist aus. Lass Aurora in Frieden. Entschuldigung, kann mir bitte mal jemand erklären, was hier gerade geschieht? Kells Augen blickten sie voller Adrenalin an. Amagaga ist ein Verräter. Monagoras ist unschuldig. Dieser Irre ist Teil der Plot-Elite und hat Epsilons Rüstung gelagert. Aber er tat dies in Monagoras Ebene, um so die Schuld von sich ablenken zu können. Und als wir dann glaubten, den wahren Verräter geschnappt zu haben, hat er dieses Treffen inszeniert. Um dich alleine zu erwischen und verschwinden zu lassen. Anschließend hätte er es aussehen lassen wie ein Angriff Epsilons, damit niemand etwas herausfindet. Zwar war diese Erklärung mehr als eindeutig, doch es fiel Aurora wirklich schwer, all dies zu glauben. Dafür kannte sie Amagaga zu gut. Oder etwa nicht. Amagaga, er hat Unrecht, oder? Für einen Moment befürchtete Kell, dass der Psychopath Aurora tatsächlich auf seine Seite ziehen würde. Doch dieses Mal war selbst er zu gepackt von seiner Verwirrung, um seine Strategie zu fahren. Woher kannst du das alles wissen? Wer hat es dir verraten? Wie? Operation M war perfekt! Das stimmt sogar. Operation M war perfekt. Ich musste sie selber einmal erleben, um all ihre Folgen zu spüren und dies zu realisieren. Von allen drei Anwesenden spürte Kell fragende Blicke, egal ob Freund oder Feind. Es ist kompliziert, aber die Tatsache ist, dass es aus ist. Amagaga. Aurora, my Shadow, ich erkläre es euch, sobald wir all das hier erledigt haben. Ein genervter Seufzer entfloh dem nun offenbarten Verräter an der Spitze. Eigentlich bin ich optimistisch, dass ich euch drei alleine handeln kann. Andererseits hatte ich auch nicht erwartet, dass ihr ein Dynalos oder Darkrai bezwingen könntet. Aus dem obersten Teil seiner im Wind wehenden Mähne zog er einen kleinen Gegenstand hervor. Einen kleinen Knopf. Wärt ihr cleverer gewesen? Dann hättet ihr Monagoras nach so einem durchsucht, aber... Eure Dummheit ist mein Gewinn. Dementsprechend. Er drückte auf den kleinen Knopf in der Mitte. Epsilon Elite. Operation M ist anscheinend aufgeflogen. Ich habe hier einige Freunde an der Klippe nahe Kira Town. Wäre schön, wenn jemand vorbeikommen könnte. Danke, bitte. Aurora zuckte, als sie plötzlich die Tiefe... robotische Stimme Epsilons aus dem Gerät erklingen hörte. Wie ich es vermutete, du warst zu überzeugt von deinem Genie, Amagaga. Doch gut, wenn die eigentliche Idee nicht funktioniert, greifen wir eben auf Altmodisches zurück. Ich gehe stark davon aus, dass du mit Freunde Team Polana Vatra meinst. Sehe ich das richtig? Die Antwort übernahm nicht Amagaga, sondern Mashadow, der zu dem Gerät rief. Wer sonst würde dir so am Nacken kleben, Epsilon? Mit uns hast du Gegner auf Augenhöhe gefunden. Die Antwort kam schnell und auch kühl. Dann wird es Zeit, dass ihr die Radieschen von unten seht, damit ich auf euch hinabblicken kann. Ich bin geradezu beschäftigt für dieses Geplänkel. Antivisionär. Du hast als einziger hier kein Privatleben. Übernimm du. Während sich Kell noch ein wenig über den Umgang zwischen den Verbündeten wunderte, erschien ein großes Portal neben dem Cliff im Sand, mitten in dem Krater, welchen zuvor Amagagas Chemikalien geschaffen hatten. Ein riesiger Drache, welcher gerade Aurora und Mashadow sehr bekannt war, entstieg diesem. Endynalos.
oder der Antivisionär, wie er in der Plot-Elite hieß. Jedoch schien dieser nicht sonderlich begeistert über seine eigene Anwesenheit zu sein. So muss ich auf einmal hier auftauchen. Warst du nicht so überzeugt von deinem Masterplan, Amagaga? Jetzt chill doch mal, Dean. Nenn mich nicht so und sag mir nicht, dass ich chillen soll. Amagaga schien sich nicht sonderlich viel aus diesen Beschwerden zu machen. Würde ich nicht, wenn du es mal würdest. Also willst du dich aufregen oder es hier kurz erledigen? Der Anblick des massiven Drachen, welcher in der Luft hinter dem einflussreichen Fossil schwebte, sorgte dafür, dass ein Schauerkell durchfuhr. Und nun wandte Amagaga sich auch wieder an seine Gegner, sprach jedoch immer noch mit Endynalos. Also Dyn, was darf sein? Ich hab die volle Auswahl, was willst du heute? Ich brauche deine seltsamen Gemische nicht. Außerdem traue ich dem Zeug nicht. Och komm, du vertraust mir nicht. Was denn das für eine Basis für eine Zusammenarbeit? Ich will nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich muss nur. Kurz stellte sich Amagaga beleidigt. Du bist gemein. Jetzt muss ich erstmal Frust auslassen. Seine Augen füllten sich mit einem Feuer des Wahnsinns. Aber dafür haben wir ja einige Freunde da. Sofort holte er eine weitere Flasche aus seinem Beutel. Diese jedoch warf er nicht, sondern öffnete sie, um sie über sich zu kippen. An den Stellen, an denen das dickflüssige Gemisch an Amagaga herunterlief, verblieben tiefrote Streifen. Endynalos schien nun auch genug gewartet zu haben. Aurora realisierte, dass er wohl nach dem letzten Mal keine Lust mehr hatte, seine Farbspielchen zu verfolgen. Sofort stürzte er sich in die Schlacht. Bevor das Volnona überhaupt wirklich verarbeitet hatte, was zur Hölle gerade alles geschehen war. Amagaga war auf einmal ein Feind? Wie? Weshalb? Und woher wusste Kell das? Wenn das Fossil es nicht selber deutlich offenbart hätte, würde sie es selber wohl immer noch nicht glauben können. Es gab so viele Fragen und so wenige Antworten. Jedoch eine Antwort konnte Aurora sich selber in diesem Moment geben. Wenn sie jetzt nicht alles gab, dann würde sie nie die Gelegenheit bekommen, die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch die Situation war ungewohnt und eigenartig. Niemals zuvor hatte sie miterlebt, wie zwei Mitglieder der Plot-Elite offen als solche miteinander agierten. Wie würde ihre Dynamik in einem Kampf tatsächlich sein? Obwohl dieses Trio, welches die Plot-Elite anscheinend ja war, so ein berüchtigtes Team war, fühlte es sich seltsam an, sie auch tatsächlich als Team zu sehen. Wobei es auch nicht wirkte, als wären sie wahrlich ein gutes Team, sondern eher eine Zwecksvereinigung. Oder auch nicht? Es war so eine seltsame Dynamik zwischen Amagaga und Endynalos. Gleichzeitig wie zwei alte Freunde, die sich gegenseitig aufzogen, aber auch irgendwie, als würden sie einfach keinen Witz dabei machen. Selbst Epsilon selber fügte sich in ein derartiges Verhalten ein. Nach allem, was Aurora über Epsilon wusste, wie sie ihn kennengelernt hatte, was er alles getan hatte, war dieser Satz so eigenartig gewesen. Antivisionär, du hast als einziger kein Privatleben. So eine unsachliche Aussage aus dem Munde des kaltblütigsten aller Wesen. Jedoch zeigt es Aurora wahrlich, was sie in ihrem Inneren nie wirklich in der Lage war zu verarbeiten. Auch Epsilon, so wie sie alle, war ein Pokémon. Ein Pokémon mit Stärken und Schwächen, Freunden und Feinden, Interessen, Hobbys. Und je mehr sie dies realisierte, desto eher fühlte sie auch. Wenn Team Polanavatra diesen Krieg gewinnen wollte, dann müssten sie die Plot-Elite und auch Epsilon behandeln wie Pokémon. Sehr starke Pokémon, das war klar, doch trotzdem. Die Furcht vor dem unerklärlichen, mysteriösen Schlechter Gottes musste aus ihrem Gedächtnis schwinden. Und auch die Erinnerung an die Vergangenheit. Würde Aurora nun zurückblicken, ihre Vergangenheit vor sich sehen, dann würde sie wahrlich niemals bereit für diesen Kampf sein. Während sie Monagoras Verrat verkraften konnte, da sie ihn niemals wahrlich als Freund sah, traf der Schmerz bei Amagaga tiefer.
Und doch war die Gegenwart wichtiger. Ihre wahren Freunde. Ihre Mission. Die größte Schlacht gegen Epsilons Anhänger begann. Gegen das Plot-Duo aus Wahn und Vision. Gegen Amagaga und Endynalos.